Was? Neunte Hand? Okay, Auspuff. Motorleuchte an. Viel Problematik. Mal gucken, was der uns sagt. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Probleme. Keine Ahnung, was Sache ist. Ah! Ganz kurz. Das merkst du, das ist ganz normales Basisöl. Ich denke so 15 PS mehr. Ach! Ja. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den BMW 325, Baujahr 2002, ich dachte 2004. Und wollen heute mal schauen, wie viel PS der nach 300.000 knapp 20 Jahren hat. Und wollen noch was ausprobieren mit Antonio, mit der Lost-Ausstattung. 296.000 und ihr seht schon, mein Bosch-Tester ist dran. Warum? Zeige ich euch. Unsere Motorleuchte an ist. Andreas! Hi, Servus. Servus. Wer Andreas nicht kennt, Andreas ist der, der Antonium betreibt und kommt von Bayern. In der Nähe von Nürnberg, ja. Ah, Nürnberg, ist ja gleich dort. Ja. So, wir haben heute was vor, aber dazu kommen wir noch. Neunte Hand. Okay. 325 Ti. Und bin mal gespannt, was der hat. Seit wir die Auspuffanlage eingebaut haben, brennt die Motorleuchte. Viel Problematik. Mal gucken, was der uns sagt. Fehlerspeicher. Kernfett, Unterbrechung, Massenschuss, Kühlung, Wegfahrsperre, Sonder- und Luftmassenmesser. Wow. Es könnte aber auch sein, weil wir immer wieder Unterspannung haben. So, Fehler ist gelöscht. Ob die Leuchte auch aus ist? Die Leuchte ist aus, Airbag brennt, weil wir natürlich keinen richtigen Sitz dafür haben. Hat er noch die ursprüngliche Leistung? Nein. Also glaube ich nicht, der raucht ein bisschen hinten, ein bisschen Verschleiß. Ich würde so mal tippen 180, 185 PS. Also original hat der 192 PS. Vibration am Motor messen? Ja. Okay. Ja, weil es ist so, je unrunder ein Motor läuft, ja, desto weniger Leistung kann er entfalten. Vibrationen werden in Millimeter pro Sekunde gemessen. Maximal 6,1, aber durchschnittlich 5,4. Das soll ja später weniger werden. Du hast ja mit dem Auto was vor. Was noch ein bisschen geheim ist, ja. Das Auto soll in Zukunft Asphalt unter sich rausreißen können. Ich hoffe es. Okay, also bevor wir aber dem Material einiges abverlangen, würde ich mal vorschlagen, dass wir erstmal Motorpflege betreiben. Also nicht nur Motorpflege, sondern komplett den Antriebsstrang, ja, aber auch das Ansaugsystem. Da komme ich mit meinen Additiven. Es gibt viele Menschen, die sagen, Additive braucht kein Mensch. Aber du als Kfz-Meister, was macht denn das eine Öl besser als das andere? Das Additive macht das Öl aus, klar. Jawohl, aber nicht nur das Öl, sondern auch den Sprit. Genau. Also deswegen, wenn einer sagt, die Additive oder Zusätze braucht kein Mensch, das stimmt nicht. Je besser das Zugabenpaket, so heißt es, desto bessere Schmierfähigkeit, desto besserer Gleiteffekt. Ich verkaufe das Atomium und warum das so gut ist, werde ich einen Tick später verraten. Jetzt fahren wir auf die Rolle und wollen wir mal sehen, was der nach 300.000 nach knapp 20 Jahren noch an Leistung hat. Und neuen Besitzer. Also ich bin ja kaum damit gefahren. Also an mir liegt es nicht, wenn er wenig PS hat. Wir sehen uns bei mit dir gleich. Mit dir angekommen, steht doch hier ein schöner V10. Ja, ist ein Audi Lamborghini. Ach du Heilige, was ist das denn? Ja, das ist vom Flexen der Motors zum Anpassen hier von Kühlwasserleitung, was wir den Kompressor umbauen. Ah. Ist der platt oder? Mit dir, wie geht's dir? Ja, gut, selbst ein bisschen. Auch gut. Aber gut, dass du schon mal eine Diagnose rausgeholt hast. Bei mir ist auf einmal die Lampe wieder angegangen. Ist keine Diagnose. Aber du hast eine Diagnose? Habe ich,
Ach, das ist gut. Hast du das mitbekommen? Kriegst doch, an der Ampel, ne? Du bist nicht abgezogen. Ja, ja, so, was geht denn jetzt ab? Hat auf einmal voll gewackelt. Ich so, okay, mach mal aus, mach mal an. Dann hat er nicht mehr gewackelt, aber dann hat er kein Gas mehr angenommen. Okay. Überhaupt nicht. Und dann auf einmal, als wäre nichts, läuft er wieder eins ab. Sehr viel. Wo du Gas gegeben hast, hat man gesehen. Blaue Wolke? So schwarze. Schwarze Wolke, ja. Öl verbrennt. Ja, das kann er aber bei 300.000 natürlich haben. Wenn einer 12 Besitzer hat, dann kriegt er von mir Atomium-Set zugeschickt. 12 Besitzer? Ja, natürlich. Wer so ein Auto fährt, braucht unbedingt Pflege. Okay, also dann muss er dir aber das schicken dann. Ja, kein Thema. Also soll sich melden, ich werde die Kommentare beobachten. 12 Besitzer, Atomium-Set umsonst. Okay, habt ihr gehört. Ja. Also ich melde mich auch bei dir, ne? Mein ML hat auch 12. Echt? Ja. Vielleicht hätte ich 13 sagen sollen. Ja, jetzt zu spät. Einmal nochmal auslesen. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Probleme. Keine Ahnung, was Sache ist. Aber ich glaube... Riecht nach Kupplung, ne? Ja, Kupplung habe ich gerade halt ein bisschen. Ah. Ach. Jetzt fragst du dich, warum Luftmassenmesser dreckig ist. Der hat den Luftfilter hier komplett mal rausgeholt. Und, ja, guck mal, unten, das Ding ist ab. Ja, ist doch klar, dass der Luftmassenmesser spinnt. Jetzt gibt es ihm ja recht, aber. Ich habe gesagt, Luftmassenmesser stimmt nicht, aber warum auch, sieht man. Weil das ganze Dreck, was hier ist, hat das ganze Luftmassenmesser abgekriegt, der Arme. Ja, und deswegen ist es auch... War er überhaupt befestigt? Ne, der war so. Ja, ja, ja. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Also ich habe den Luftfilter auf jeden Fall nicht rausgeholt. Ich mache das mal sauber. Hat aber einen Originalen drin. Oh, der hat nicht mal einen Originalen drin, glaube ich. Ah, ja. Massenmesser kurz abgebaut. Und werden... das Ganze einmal reinigen. Abtropfen und dann mal schauen, ob er besser läuft. So, Luftmassenmesser wieder drauf gemacht, festgemacht. Unten der Schlauch ist wieder dran. Aber leider haben wir keinen Luftfilter. Ja, null Widerstand. Weil es halt läuft gleich auch ordentlich, oder? Ja, ja, jetzt wissen wir ja, warum der nicht gelaufen ist. Wegen dem Luftmassenmesser. Wir wissen es auch nicht, wir vermuten. Also ich zu 99% wird es das sein. Ich habe auch 180 gesagt. Ja, du musst was anderes sagen. Ich sag 170. 170, 170. Ja. Dann habe ich die höchste Schätzung. 85, 80, okay. Fehler wurde einmal gelöscht. Guck doch mal, wie der jetzt läuft. Besser? Natürlich. Du fühlst das ja schon richtig. Guck mal. Und Gasannahme ist gut. So muss ein BMW laufen hier. Ja, was ein Luftmassenmesser ausmacht. Das, ne? Wir haben ja B25, haben 192 PS original, 245 Newton. 245. Und wir haben jetzt, so müssen wir ja sagen, nach 20 Jahren, 175 PS, also sag 76 PS, 214 Newton. Mhm. Genau. Das ist schon okay.
das BMW mal runterstreut. Was ich mich erinnere, alle, die wir gemessen haben, machen alle weniger als angegeben. Ja, aber ich muss aber trotzdem sagen, für die Laufleistung 300.000, nicht vergessen, ist das okay. Ja. Wir werden das mal ein bisschen korrigieren. Andreas kommt jetzt ins Spiel mit seinem Produkt. Ja. Wir werden jetzt von hier aus zu dir in die Werkstatt fahren. Jetzt tun wir schon was für den Motor rein, aber auch fürs Spritsystem. Also das ist ein Reinigungselement mit Treibwerkverbesserer. So, damit soll das ganze System ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Wie das dann ganz genau funktioniert, erkläre ich am besten okay. in der Werkstatt. Jetzt, was tust du jetzt rein? Das ist jetzt was ganz Neues von uns. Ah, okay. Ist der Spritverbesserer. Ja. Mit Reinigungselementen und mit Schmierelementen. Ja. Dann machen wir das jetzt rein und dann ab in die Werkstatt. So. Ja? Dann wollen wir mit hier nicht weiter aufhalten hier. Ja. Du musst hier weiterschrauben, mit dir. Dankeschön, mein Lieber. Und dann rein. Also ein Fläschchen auf etwa 50 Liter Sprit. Hier am Boden sind Mineralfragmente. Ja. Und das sind die, die wo dann leichte Schäden reparieren. Also die muss ich in das Metall einarbeiten. Deswegen kurz schütteln. Zack, in den Tank. Alter, ich mach mal sehen, wie das aussieht. Sieht leicht milchig aus. Ah, oh, okay. Ja, jetzt müssen wir nur einen Schraubenzieher reinmachen. So. Trick 17, weil ihr müsst die Klappe aufmachen hier, sonst geht das nicht. Sonst geht nicht. Okay, naja gut, beim Tanken funktioniert es gut. Am besten vor dem Tanken, dass sich das optimal vermischt. Komplett alles reinleeren. Also das sollte man vielleicht je nachdem alle 4.000, 5.000 wiederholen. Kostet nicht die Welt. Ich bin ein neutraler Beobachter, wir werden das erst einmal schauen, weil Andreas ist super überzeugt von seinem Produkt und wir werden das testen, das Ganze. Und jetzt ab in die Werkstatt. Ah, guck mal, hier ist ja. Ja. Das ist diese Mineralienmischung, die dann das Öl festhalten. So, erste Dose rein und erstmal 1000 Kilometer fahren. Das ist die Reinigungsphase. Also, wie gesagt, die Poren werden vor Verbrennungsrückständen, Laken, Oxiden und so weiter gereinigt. Und deswegen sollte man nach spätestens 1000 Kilometern das Öl wechseln und den Filter gleich mit. Wenn man das überzieht, dann besteht die Gefahr, dass der Ölfilter reißen kann. Und wenn wir dann bei dir an der Werkstatt angekommen sind, dann werden wir schon leichte Verbesserungen spüren können. Wir haben ja davor die Vibrationen gemessen. Diese Vibrationen werden ein bisschen weniger sein. Das ist aber erst der Beginn. Also normalerweise würdest du jetzt dann bei der 5. oder 6. Ampel merken, dass der Motor ein Tick ruhiger läuft. Ja, das werden wir sehen. Aber gleich mal ganz kurz. Das ist ganz normales Basisöl, also neutrales Öl. Also es ist nicht so dickflüssig? Nein. Das ist, wie gesagt, das ist Öl ohne Additive, ohne gar nichts. Mhm. Neutrales Öl, weil wie gesagt, das Produkt muss sich ja mit allen Ölen vertragen. Okay. So, absolut universal. Ja. Zack, zumachen, fachgerecht entsorgen. Ja. Fertig. Kannst ja schon mal hängen. Fachgerecht. Dafür hat man ja auch so viel Platz. Ja. Auf geht's. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them about the bomb from the niggas cry? Hey, remember me? Damn that Hennessy, the nigga you don't wanna see. Let me proceed. My definition of some thug shit. Y'all don't hear me? Now that it's poppin', ain't no love, bitch. I'm maintaining the game in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket. I'm still wicked in my ways. I hustle to my dying days. Ain't nothing wrong with getting paid. Some nigga plays. Cause we some motherfucking fools. Walking through the streets wearing jewels. Breaking niggas. Wenn du die Handbremse anziehst und das Auto rollt weiter. My enemies flip when they see me. Leute, er ist so überzeugt von seinem Produkt und ich bin selber gespannt, wie ihr auch, was das Zeug bringt. Ob das Ganze funktioniert oder nicht, wird natürlich später in den Videos zu sehen sein. Aha. Also normalerweise sollten wir jetzt bessere Werte haben wie im Test davor. Ich bin jetzt skeptisch. Und jetzt meine Frage, was erhoffst du dir davon? Zweite Dose. Und wichtig ist dieser Mineral. Durch. Werden wir auch ein bisschen mehr an Leistung gewinnen. Ja. Da bist du sicher. Sonst wäre ich nicht überzeugt, sonst wäre ich nicht hier. Wie viel Liter da rauskommt, da wird ja aber nicht viel sein. Weil es gibt so viel, ein bisschen was drin hier. Also, wenn wir das damit machen.